Es herrscht eine Ruhe hier, auf die alle Tiere gerne verzichten würden. Vor allem die Schafe und Ziegen sind in direkten Kontakt mit den Menschen gewohnt und würden sich über Abwechslung jetzt freuen. Das Frühjahr ist die besucherstärkste Zeit hier in Bretten und so würde es normalerweise hier aussehen. Vor allem die Kinder lieben diese Nähe zu den Tieren. Umgekehrt ist das nicht anders. Jetzt warten die Bewohner hier auf Action und für die sorgen wir mit unserem Besuch. Mit Tamara Willig, deren Familie den Tierpark betreibt, dürfen wir hier allen einen Besuch abstatten, was sichtlich gut ankommt. Natürlich lockt auch das Futter, aber nicht nur. Es scheint fast so, als hätten sie endlich ihren Alltag zurück. Man merkt auf jeden Fall, dass sie sich sehr über den Mensch freuen. Das ist auch das Besondere hier bei uns, zu den Tieren den direkten Kontakt. Und natürlich, jetzt waren seit einer Weile keine Leute mehr da und das macht sich bemerkbar. Die sind jetzt hier alle versammelt und freuen sich natürlich auf mehr, ja. Ich denke schon, das ist also unterhaltungsmäßig für die Tiere schon Aspekt der Besucher. Also man merkt also irgendwie, dass sie sich auf jeden Fall, wie man sieht, intensiv mit den Menschen beschäftigen und da auch ihre Freude dran haben. Und jetzt auch, wie sich alle um mich besonders jetzt versammeln, das liegt natürlich schon auch daran, dass ihnen das jetzt so ein bisschen fehlt, der Kontakt. Die einen brauchen ein bisschen mehr Nestwärme als die anderen. Das weiß Tamara Willig ganz genau. Wer sich immer mächtig über einen Besuch freut, sind die Schweine. Hier schlafen sie noch alle friedlich, aber ganz schnell kommen die auf Touren. Schwein, Schwein, Schwein! Schwein, Schwein, Schwein! Schwein, 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 komm! Streichelt, so heißt, jeder kann und fast jeder will hier auch gestreichelt werden. Man muss sich so ein bisschen entscheiden, ob man sie kraulen möchte, dann sind sie ganz lieb. Oder ob man mit dem Futter kommt, dann ist die Bande am Ausrasten sozusagen. Aber wenn man sich da klar entscheidet, dann sind sie echt super und sind ja auch sehr intelligente Tiere. Also die freuen sich total, wenn man die beschäftigt und was mit denen macht. Absolut. Auf Menschen, die sie streicheln können, müssen die Schweinchen noch verzichten. Fohlen Muna ist erst 2 Tage alt und hat Besucher im Tierpark überhaupt noch nie erlebt. Hier, wo Tiere und Mensch so prima miteinander klarkommen. Genau, das ist das Einzige, dass man denkt. Ich finde es eben auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt gemerkt hat, dass auch, also dass Tiere von sich aus eigentlich dem Menschen gegenüber sehr offen und neugierig sind, sofern sie eben keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Und da legen wir halt machen sehr viel Wert drauf, dass eben bei uns ausschließlich positiven Kontakt von Mensch und Tier erfolgen. Im Moment sind die Tiere hier unter sich, gezwungenermaßen. Ein Zustand, der aber weder Tier noch Mensch gefällt.